Okay. Jetzt bin ich. Was zum. Warum hast du denn zwischen die. Ja! Warum nicht? Warum nicht? Aus. Ich bin experimentierfreudig. Die Suche nach den Artefakten endet immer hier. Immer hier. Oh, geil, sehr motivierend hier. Verlasse die Anomalie. Was ist denn schon wieder kaputt? Los, Neuling. Komm schon. Du schaffst das. Ich hab Hunger. War kaum auf der Straße des Reisenden mit uns. So schnell darf keine weitere Seele ins Ja, Nichts. Ich experimentiere Nein. gerne rum. Nein. Ich trinke einen auf die pechschwarze See. Was? Du bist auch so ein Seebär, ne? Hallo? Da war ich, da, das andere Universum, das war ich, das war ein anderes Universum, ich mach dich, indem ich gestorben bin? Okay, Vladimir, flippt jetzt nicht aus, hallo? Was zur, bei Crick's Geist? Ach, das bin ich! Das ist ich das ein Sternenblutrick? Willst du mich verhöhnen, bevor du es noch schlimmer machst? Hey, hey, ich will dich nicht verhöhnen, Vladimir, hör zu, Artefakt. Ich verweise auf ein Multiversum. Ein Ort, ein Name ist Eilhalt! Multiple Universen? Geil. Springst du etwa durch die Tore von Raum und Zeit? Geil, würde ich gerne. Ein Weg von Konstellationen zu finden ist hart, aber wir schaffen. Mir ist egal, wer gestorben ist, das ist nichts im Vergleich zu Kraft. Ich würde die Artefakte hergeben und die Person zu. Keine Ahnung, ob du die Reflexion eines kaputten Gehirns bist. Was? Aber ich verstehe, was du meinst. Tja, du Geist von der anderen Seite. Ich werde mir das mal durch den Kopf rollen lassen. Aber jetzt brauche ich ein bisschen Zeit. Ich habe jemanden verloren. Kann ich mich looten? Ich bin gestorben. Aber ich bin doch nackig. Na, egal. Ja, ich laufe nackig rum hier. Ich habe mir meinen Anzug versehentlich. Wo ist er? Mein Outfit, lala. Oh, hab ich wieder. Kommt der denn her? Nachtwäsche. Ich bin doch nicht mehr nackig. Okay. Kann man hier auch looten? Etwas klauen? Etwas mitnehmen? Oh ja, kann man. Ja. Kartendeck. Ach, was? Ich finde das Artefakt. Toll. Das war ja sehr, sehr witzig. Mit so viel gesammelter Feuerkraft ist da drin alles möglich. Ja. Krieg ich deine Waffe? Du brauchst ja gar nicht mehr. Und du? Was guckst du mich so an? Hallo, lass mich! Hallo! Oh Mann, ich geh weiter. Oh, Whisky! Oh, guck mal, hier gibt's sogar Whisky. Novall, Novall, Hibi! Alles an Metallchen, Beschleuniger! Hab Granate hin, ja, so. Nehmen wir mal alles mit. Und Geld. Oh, Teilchenzünder. Wie kannst du überhaupt so viel tragen? Ja, die Klappe, ich kann das. Ich hab bei den besten YouTuber gedacht überhaupt, die Tanjo, wo ist er? Ich kann das alles! Glaube ich, muss mal gucken. Okay, doch nicht. Ich kann doch nicht so viel tragen. Aber wir müssen mal gucken, was ich hier, siehst du. Die Nachtwäsche will ich behalten, habe ich Bock drauf. Ich muss immer gucken, was für Waffen ich habe. Ich habe hier 5000 Millionen Waffen. Man braucht davon bestimmt nur. Ich weiß jetzt nicht, ob ich ganze Waffen brauche. Zerlegte. Eine Kontaktgranate. La 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 la. So.
Jetzt gehen wir mal hier in den Krieg. Für eine bessere Zukunft. Okay. Dann besiege den Dämpfer. Ja, mach ich. Genug, meine Kinder. Ja. Was bist du? Achso, was bist du für einer? Wieder haust du mich? Warum haust du mich? Achso, den Paralleluniversum das ja. Ich bin krank. Ist schon crazy. So, ich mach mal schnell speichern, weil er es kann. Ja, ja. Ja, komm. Du hast meine Geduld strapaziert. Vorsicht! Ja, ja, ja. Haben wir noch eine geile Waffen hier? Ich muss ihn leider fertig machen. Muss ich leider fertig machen. Ich hätte vorher das nachladen sollen, bevor ich da reingehen kann. Ja, ja, ja. Heute ist nicht dein Tag. Ja, du. Aua, hör mal auf jetzt hier. Ja, ein kleiner Kratzer. Da kommt das Blut der Ballon, hä? Ja, genau. Genau, das Blut kommt. Genug! Ein Dummkopf. Nein. Wieso? Was ist denn? Was ist das denn? Ist er jetzt tot hier? Mann! Ich sehe hier nichts, es ist so dunkel. Höre die Musik des Universums. Oh, das geht mir gerade richtig auf den Senkel hier in der Ecke. Ich sehe nichts. Habe ich nicht keine bessere Waffen hier, die ein bisschen mehr Bums machen? Die Ewigkeit. Gib dich dem Tod hin. Was ist denn der?
Gib dich den Tod hin. Zeit und Raum werden her. Ist hier im verdammt dunkel. Ich hasse das. Es ist so verdammt kackdunkel. Habe ich kein Licht? Apropos Licht. Apropos Licht. Ich glaube, ich habe Licht. Aber du. Ich wollte mal. Siehst du, ich hab Licht. Du hast meine Geduld strapaziert. Ja. Das ist kacke, die Waffen sind kacke. Die richten nichts aus. Dann machen wir es mit der Bohrmaschine hier. Zeit und Raum krümmen sich. Was? Du ist der Kacker. Ich hab doch immer hier einen Kacker doch. Da ist noch. Die Ewigkeit. Die Prüfung geht weiter. Fällt mich nicht. Die Artefakte gehören uns. Ja. Finde ich irgendwie doof. Muss ich ja mal sagen, so. Und den muss ich töten, oder was? Halt mal auf jetzt! Ja, in die Sterne mit dir. Genug, mein Freund. Es gibt auch kein Medikit hier, ne? Wo ich sagen würde, ja, lass mal, dann geh wieder auf. Wo machen wir da? So. Ich hab immer den Falschen gekillt. So, gehen wir da wieder rein. Ich hab den Falschen gekillt. Ich wollte nur einen killen, die anderen brauche ich gar nicht. Feierabend, Vögel, es ist Schluss jetzt. Hallo, es ist jetzt hier Kongi-Zeit. Feierabend. Meine Güte, was bist du? Und noch viel weiter. Was seid ihr?
das Spiel ist eine Kooperation von Pixar. Und wenn Pixar drin steckt, steckt auch. Du bist weit gekommen. Hätte ich mir denken können. Geschieht mir recht. Ich war wohl nicht überzeugend genug. Angreifen, das hier kann nur auf seine Art. Ich habe keine Munition mehr, so angreifen gehört, klar. Das ist für Bäre, du Dreckskerl! Überzeugen, wir müssen nicht kämpfen. Gib mir das Ding mit den Artefakten. Willst du jetzt deine große Rede? Ja, will ich. Großkerl habe ich immer. Dann lass mal hören. Es braucht Vertrauen, andere zur Einheit zu gewähren. Du musst wieder an den Menschen glauben. Du hast mir nicht zugehört. Die Allheit ist unvoreingenommen und für alle offen. Das ist alles. Vergebung. Du steckst voller Überraschung. Ja, ich hab automatisch. Ich hab doch meinen Skill. Du könntest sterben, wenn du mir den Artefakt übergibst. Bleib der Garantie am Leben. Bei den Artefakten geht es um mehr als nur Geheim. Wir sollen da öffentlich sein. Ach, was? Nein! Du willst die Artefakte doch auch. Versteck dich nicht hinter Selbstlosigkeit. Ich habe dich gehört. Ich will nicht kämpfen. Und bin nicht beeindruckt. Oh Mann. Legen wir los. Ach Mann, ich will nicht kämpfen. Kann man das? Ich könnte ja mal Laden machen. 10.32 Uhr. Gesehen. Guck mal. Oh, gespeichert, geladen. Du bist weit gekommen. Wir brauchen Vertrauen. Ein ständiger Kampf in den verschiedenen Leveln fordert bestimmt ihre Tribut. Es braucht Vertrauen, andere die Einheit zu gewähren. Doch nun muss wieder an andere Menschen glauben. Es kommt tatsächlich Langeweile auf. Ja. Ich spüre auf einmal die Last der Jahre. Nein, ich habe mich geschüttet. Dieses eine Mal. In diesem Universum. Hier. Aha. Ich hätte lieber mit Waffen verhandelt, aber gut, so geht es auch. Eine Klappe da hinten, ich hab keine Munition. Dann kommt der an und wandern. Spiel der Bossimulator. Wieso hab ich dich mal mitgenommen? Warum? Die Olli mit dicken Titten wäre geiler gewesen. Achso, ich muss mit dir reden. Du hast es geschafft. Oh mein. Das Artefakt gehört dir. Du meinst, es gehört uns. Wir sind ein Team. Im nächsten Universum weiter mit diesen Kämpfen? Nein, das war dein Sieg. Du hast bewiesen, dass du bereit bist für die Allheit. Wir kommen zwar aus anderen Universen, aber... Also gibt es also gibt's die Artefakte in jedem Universum. Also, naja, es ist endlos. Das sind alle meine Artefakte. Geil. Wenn der ein mir vollständige, wie komme ich denn zur Allheit? Was fehlt Allheit? Nimm das Artefakt. Begleitest du mich dorthin? Nein. Mein Platz ist in diesem Universum. Verabschiede dich lieber von ihnen. Schwierige Frage. Du könntest auch fragen, wann ist die Allheit? Oder warum existiert und wie funktioniert die Allheit wirklich? Sie hat keinen festen Platz in der Raumzeit. Die TVA. Du wirst es besser verstehen, wenn du dort bist. Ah, die Allheit ist die TVA aus Raum und Zeit. Das haben die von Marvel geklaut. Ja, Starfleet hat das von Marvel geklaut. Aber Marvel fing damit an, die Allheit ist überhaupt, die ist außer Raum und Zeit. Und die TVA von Marvel ist außer Raum und Zeit. Und Marvel war, glaube ich, zuerst da. Aber kann nicht sein, weil Starfleet wurde schon 13 Jahre entwickelt. Also musste ja theoretisch Marvel Comics von Starfleet geklaut haben. TVA. Aber die TVA gibt es schon länger, aber die TVA gibt es schon in den Comics. Und die Comics gab es schon 1968, kam die TVA zustande. Oder 1963, 1963, weiß ich nicht. Aber also Comics gab es ja King der Eroberer, da gab es die TVA. Also hat doch Starfleet Bethesda von Marvel geklaut. In die Comics gibt es die TVA, die außer Raum und Zeit, die in Universum, Paralleluniversen reisen können.
Ja, so einfach ist das. Ist das logisch? Hätte ich drauf kommen müssen. Bethesda, wunderbar gemacht. Kein Wunder, wie das Ende gefällt. Ah, so. Du siehst die Herrlichkeit unseres Multiversums und deinen Platz darin. Und musst eine Entscheidung. Bringt er durch. Mehr sage ich ja. Nicht. Ohne Scheiß. Ist ohne Scheiß. Das ist die Geschichte, das Ende jetzt, wenn der All halt. Die Geschichte, die jetzt hier kommt. Können wir jetzt Fantheorie aufstellen, dass Bethesda, die Fantheorie aufstellen, dass Bethesda von Marvel Comics die Idee, die Idee geklaut hat. Diese komme ich mal auch Multiversum, die verkacken das aber. Geklaut hat mit dem Multiversum, Paralleluniversum. War in den Comics, gab's das mit der Allheit, nur dann, da gab's, hieß es aber, die TVA, die Beschützer. Hier sind die Sternjäger. Bei Marvel Comics heißen die TVA-Agenten. So, im Prinzip dasselbe. Im Grundprinzip. Und die durch Zeit und Raum reisen und die Zeit beschützen. An sich Sache beschützen. Aber ich muss weitermachen. Du bringst das Amilar auf dein Schiff und schaltest den Graf an. Ich wusste es, Potato, genau. Wir wussten es. Wir alte Säcken wussten das einfach. So, das war's? Okay. So, ohne Scheiß. Gib das Ding jetzt her. Gib das Ding jetzt her. Oh, was hell. Ich trinke extreme Kälte. Ja, danke. Level 27. Oh, ich bin 2 Level hochgegeben. 5000 XP. Das Amila auf einem Schiff. Eine lange Reise geht zu Ende. Wir haben alle Artefakte. Bist du bereit für das, was kommt? Ja, jetzt geht das Spiel richtig los. Jetzt geht das Spiel richtig los. Vielleicht nicht wieder. Ich weiß. Wollte dich nur vorwarnen. Hey, du fragst dich bestimmt, was mit Cora ist. Ich habe es mir durch den Kopf gehen lassen und eine Entscheidung getroffen. Sie kommt mit. Ich weiß, was alle denken. Selbst wenn ich es ihr verbieten würde, fände sie einen Weg auf das Schiff. Und wenn wir zurückbleiben, würden wir es bereuen. Die Kurs hält mich nicht von Abenteuer fern, klar. Bin froh, dass du deinen Sinn für Humor nicht verloren hast. Es ist heavy. Okay. Dann mal los, ja? Das Unbekannte wartet hinter der nächsten Ecke. Du hast... Ich bin froh, dass die Artefakte bei dir gelandet sind. Okay. Ich rede mit meinen Freunden. Biom abgeschlossen. Was haben wir? Was hinten? Ankommen. Achso. Ressourcen-Scan hier. Wie Bock hätte das bauen alles hier? Aber eigentlich, jetzt verstehe ich auch den, meinen Kollegen, der sagt, jetzt wird das Spiel richtig geil. Das stimmt. Schön, dich zu sehen. Kann ich dir bei was helfen? Komm mal, darf ich persönlich fragen? Viel Nein. Glück da draußen. Dein Stilgift. Guck mal, auch noch 1000 Missionen. Weißlast, bla bla bla. Bau, sprich mir auf mit deinen Freunden. Fällt mir. Ehrlich, nicht übel. Ja, brauchen wir. Geschafft! Wir haben alle Artefakte! Ja, mein Internet ich ist. Kann die Internet auch geschafft. Erwarten. Ich habe viele Theorien zu Paralleluniversen gelesen. Ich bin also bereit, eine andere Version von mir zu treffen. Ginge vielleicht Cora 2 als Name? Mädel, das nennt man Varianten. Ich
Ich werde alle meine Karten und die Verschlüsse prüfen müssen, um die Unterschiede im nächsten Universum zu erkennen. Du weißt ja schon, falls wir wie üblich in Schwierigkeiten geraten. Hör zu, Dad meinte, wir könnten alle getrennt werden, wenn wir in die Allheit gehen. Glaubst du, dass das passieren wird? Könnte sein, Rüge, wenn wir alle... Das hat Dad auch gesagt. Ich fühle mich... Wir gehen gleich in die Allheit. Schlecht, dass ich trotzdem gehen will. Mir wird die Loge fehlen. Aber ich will wissen, was als nächstes kommt. Das Problem ist aber, das Gefährliche ist in der Parallel... Was ist denn da jetzt? Begatten oder was? Das Gefährliche schön, ist... Dass du... Hallo? Naja, das würde mich nicht umbringen. Gefährlich ist ja, Parallel werden... das Thema zurück in die Zukunft. Paradoxon. Warum wolltest du Biene werden? Mir ist nie etwas anderes in den Sinn gekommen. Schon meine Eltern waren meiner. Ich habe von klein auf das Handwerk gelernt. Paradoxon, das ist... Meine längste Zeit über Tage waren die anderthalb Jahre beim UC-Militär während des Kolonie-Kriegs. Aber und das hat mir auch mehr als gereicht. Wenn du dich selbst triffst... Ich habe lieber die Stiefel voller Staub und die Taschen voller Credits. Das gibt weniger Erde. Wenn du Zeit zurückreisen, dich selbst triffst, das könnte Probleme geben. Aber wenn du ein anderes Universum dich selbst triffst, dürfte eigentlich nichts passieren. Dürfte. Nein. Ich will nicht mehr wissen, als für meine Arbeit nötig ist. Ich hatte keine Ahnung, dass es gefährlich ist. Ich wünsche, ich hätte die Erde gelassen. Aber Sicherheit hast du. Ja, ja. Mach keine Dummheiten, okay? Mit wem soll ich noch reden? Mehr sind wir nicht? Wo sind die anderen, die Kacke alle? Ich hab doch mehr hier gehabt. Wie steht's? Hatte ich nicht angebaut? Meine Kacktoilette, genau, Doc Brown hat recht. Ja. Ja, Doc Brown, oh, ich liebe die Firma, liebe ich zu Wie ist Zukunft. Es dir ergangen? Aber die Theorie ist ja eigentlich nicht schlecht. Aber ich glaube eher die Theorie, dass sich eine Zeit spaltet, glaube ich eher. Neue Sachen. Hier ist jeden Tag Weihnachten. Ja, jeden Tag Weihnachten, mir auch. Ich dachte. Wir haben ja schon geredet. Hoffentlich treibt Cora keinen Unfug. Wo sind die anderen Kacker alle? Willkommen zurück. Solche Planeten sind auf ihre Weise wunderbar. Wow. Wo sind die anderen? Ich hatte doch mehr mitgehabt. Wo sind die? Schön, dich zu sehen. Ich will mit allen reden, aber ich habe hier nur drei. Wie geht's dir, Dusty? Halt es kurz, wir haben viel zu tun. Halt es kurz, haben und viel zwar? Zu tun. Ja. Ja, ich... Ach nö. Auf Wiedersehen. Ja, auf Wiedersehen. Jeder Tag, den man überlebt, ist in meinen Augen ein Ach so. Ich hab einen anderen Verdacht. Ganz bösen Verdacht. Ich muss ja hinfliegen zu den anderen Kaka. Baue Arimale auf der Schiff ein. Ja, ja, das weiß ich ja. Ich soll bestimmt. Problem ist, guck mal, das ist ein Universum. Es gibt bestimmt nachher weiter im nächsten Universum. Leck mich am Arsch. Ist gar nicht. Das hier ist nicht so ein... Kannst du sofort hinfliegen? Masa... Krieg ich da jetzt hin? Will ich hinfliegen? Will ich das? Ich flieg da mal hin. Optimal. Ich will da gerade auch XP-Punkte. Achtung, du trittst in den Raum der United Colonies ein. Ach, bitte Scheiße. Kurs beibehalten und auf Scan vorbereiten. Alles abgeschlossen. Viel ja, Spaß in New Atlantis. Ja, danke schön. Ich möchte aber...